Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge F1 23 mit unserem Fahrer Vincenzo Bellicelli, den ich ja selbst spiele, und es geht ins Qualify nach Monza. So, wir gucken mal, was hier passiert ist. Nix. Wochenendvorschau. Reifenentwicklungen sind abgeschlossen. Wir haben die Reifenabnutzung, die sollte besser werden. Wir haben eine bessere MGU, einen besseren Motor und wir haben trockenes Wetter. Das ist doch schon mal alles gut. So, wir haben keinen Rivalen im Moment. Müssen wir noch aussuchen. Hier gucken wir mal kurz die Aktiven. Wir haben also alle vier beschäftigt. Wir stehen immer noch vor Alpha Tauri, aber immer noch hinter Alpine. Und ja, hier sieht man den Verlauf. Steigerung ist da. Red Bull hat nachgelassen. Dafür hat Mercedes Gas gegeben. McLaren ist etwas zurückgefallen. Ferrari hängt da auch noch zwischen. Dann ist irgendwo eine Riesenlücke zwischen McLaren und Haas. Ja, Alpine und Haas, das wären so unsere Ziele. Wo ich jetzt ganz dringend dran denken muss, das machen wir mal sofort. Wir haben hier noch die ganzen alten Sachen drin, oder habe ich das vergessen? Sind wir jetzt mit den guten Sachen im Training gefahren? Nee, sind wir nicht. So, hier haben wir 5% drauf, das ist okay. Was haben wir hier? 45, 49. Monza ist natürlich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, da nehmen wir lieber den neuen Motor. Irgendwann müssen wir einen neuen kaufen und dann werden wir zurückgestuft. Das ist, glaube ich, immer noch so, ne? 47% ist natürlich nicht tragbar. Fürs Qualify ist das hoffentlich jetzt Energiespeicher 18, lassen wir. Oh, hier den Turbolader hatte ich vergessen umzustellen. Lassen wir auch, wie er ist. Steuerelektronik sind wir bei 11%. Und das Getriebe haben wir schon wieder verballert auf 29. Habe ich vergessen zurückzuschalten, ne? Naja, macht nichts. So, die Reifen. Im Rennen. Verpflichtende Reifen. Gelb oder... Also Medium oder Hard. Man kann natürlich dann auch Soft dazu fahren. Entweder Medium Soft oder Medium Hard. Oder umgekehrt, ne? Logisch. Wir müssen wechseln. Da kommen wir nicht dran vorbei, ne? Okay, so. Dann würde ich sagen, starten wir ins kurze Qualify. Jo, auf geht's. Ich guck mal, wie viel Sprit. Ich weiß nicht, der hat ja die Angewohnheit, immer so viel Sprit mitzunehmen. Aber ich denke, das wäre ja Schwachsinn, ne? Sieben Runden, so zwei Runden, wenn ich fahre. Die fliegende, das ist eine. Die beiden Runden, das sind drei. Und die Inlap sind vier. Falls ich noch eine dritte Runde fahren möchte, könnte das damit hinhauen. So, nochmal die Aerodynamik. Ich glaube, damit bin ich eigentlich ganz gut jetzt gefahren. Vielleicht doch noch eins. Weil ich muss dran denken. Ich kann nur auf den langen Geraden, wenn überhaupt, überholen. 59% Bremse lassen wir, Reifen lassen wir auch mal. Ich würde es auch speichern wieder neu. Monza, Moment, Monza. Da habe ich doch Monza gelesen, genau. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich die speichere, ich verändere sie doch wieder. Gut, dann gehen wir zur Strecke. Was sollen wir sonst machen? Wir fahren raus. Alles bereit. Ich möchte einmal rausfahren. Ich habe sehr wenig Boxengasse trainiert. Fällt mir jetzt mal gerade so ein. Ist jetzt zu spät. So, jetzt geht's ab. Kurzqualify heißt ja nur eine Runde. Wir müssen nicht in die zweite Runde rein. Oder zweite und dritte. Aber was ich machen muss, oh, ganz wichtig. Ja, ich habe hier die Tasten doppelt belegt. Deshalb blitzt das Bild weg. Ich muss das wieder umstellen.
Weil hier in der, im Qualifier muss ich ja die DRS erstmal ausschalten, sonst ist ja nichts mehr da. So, wir haben keinen hinter uns. Aber da kommt jemand. Ich sollte nicht zu lahmarschig fahren. Und sollte die Klappe halten. Ich mag diese Lichtverhältnisse gar nicht. Ne? Sieht ja klasse aus, keine Frage, aber zum Fahren. So, Hotlap, auf geht's. Wir hier mit genug Schwung ankommen. Oh Gasly, musst du denn jetzt hier kommen? Ich bin doch auf einer schnellen Runde. Ah, unglaublich. Das hat Zeit gekostet. Gut, Pierre kann auch nichts dafür. Die haben halt nicht aufgepasst in der Box, ne? Wow, das ist gut für meine Verhältnisse. Jetzt krieg ich noch was für die Nase. Endo, hau ab. Auch eine Menge verloren, ne? Fast übersehen im Dunkeln. Okay, da können wir in die Box fahren, weil ich weiß nicht, ob ich noch ein Zehntel bei Zehntel hier rausgeholt bekomme. Nee, so nicht. Na? Ehrenmann. Okay. Fast doch noch rausgefahren, ne? Da sieht man, dass hier noch jede Menge Zeit liegt. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. So, die Bremsung war gut. Vielleicht ein Tick zu früh, aber besser zu früh als zu spät. Gut, wir haben die Pole bis jetzt. Das ist... natürlich wieder da. Ich weiß, KI zu schwach eingestellt. Kobayashi. Mal gucken, wo der landet. Es wird wieder wild, lustig, wild und ja. Ja, komm jetzt. Aber 1,22 war nicht schlecht für meine Verhältnisse. Schauen wir uns mal die Kollegen an. Gut, die werden natürlich auch noch schneller. Die Strecke wird immer besser. Aber hat sich auch gut angefühlt, die Runde, muss ich schon sagen. Hat sich... Oh, das hier dauert immer so ewig. So, gucken wir mal, wo sind wir denn? Ein Zehntel besser. Oh ne, das Hempel hat mich schon geschnackelt. Dritter Sektor war diesmal besser, ne?
Ein Zehntel. Der nächste Leclerc ist zwei Zehntel hinten dran. Und dann großer Sprung zu Paris. Nee, zu Sainz. Wo liegt denn der Kollege? Er hat eine 1,24. Ja, das wäre hier so 1,23. Das wäre normal. Ich muss es anders formulieren. Die 1,22 ist okay, aber die KI müsste eigentlich schneller fahren. So eine Sekunde mindestens. Also müsste ich 10, ich schätze mal so 10 Punkte hochschrauben. Will ich aber nicht, weil ich noch viel zu viele Fehler mache. Ich will ja doch ein bisschen was erreichen. Ne? Setup bleibt. Wir haben Reifen genug. Ich kann die neuen nochmal verwenden. Wir beschleunigen etwas und fahren bei 4 Minuten raus in die fliegende Runde. Na, gucken wir mal, ob noch was drin ist. Okay. Letzter Versuch. Es ist noch was drin, haben wir ja gesehen. Ich hatte ja in der... Ungünstig rausgefahren, voll im Verkehr gelandet, ne? Machen alle schön Platz, aber Runde ist versaut. Erster Sektor Purple. Oh. Gut, da fahren wir gleich noch eine. Wir machen das hier aus. KI kann sich natürlich wieder nicht entscheiden. Ja, ich bin ungünstig losgefahren. Ich hätte warten müssen. Schlecht eingefahren in die Kurve, aber egal. Letzte Chance. Nee, jetzt habe ich Stroll vor der Nase und dann... Mache ich jetzt hier? Wieso fahre ich jetzt nämlich die Strecke? Bin ich jetzt erst Stroll hier so verstrollt? Tut mir leid. Es ist. Ja, die 18 sind natürlich jetzt überhaupt nicht realistisch. Nee, ich spreche die Runde ab, weil das wäre unfair. Weil ich habe durch das Abkürzen so viel Zeit gut gemacht. Und es gibt noch eine Strafe. Oh, Jovi. Weiter Platz bis jetzt.
Warten, bis alle durch sind. Ja, ich hätte jetzt, warte, ich hatte so gekartet die Kurve, das war ja unfair. Das war, nee, machen wir nicht. Zweiter Platz ist eh schon viel zu gut. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt geht's ins Rennen und dann wird es interessant. Es ist zwar Abend und ich bin platt, aber egal. Sorry. Jawohl. Mit dem Ende des Qualifyings werden auf vierten Platz auf unsere Top 3. Zurückgeschoben. Hamilton und ach, Verstappen. Guck mal, 39.000. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Wo ist der Kollege? Wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Das ist gar nicht so weit hinten dran. Ne? Ich habe eine 22.3. 22.2, 23.4. So, jetzt geht's ab. KI ist für meine Verhältnisse schon relativ stark eingestellt. Und mal gucken, was passiert. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Warum? Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen FahrerInnen ab. War das wegen, okay, da kommen wir, werden wir noch weiter zurückgeworfen. Da wird es richtig interessant. Im Getümmel fahren ist noch nicht so ganz meins. Mal gucken, wo wir landen. Oder haben wir wegen dem Getriebe? Haben wir ein Getriebe gekauft? Ich hab's vergessen. Ist egal. Wegen der Boxeneinfahrt doch nicht, ne? Oder? Nee. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Müssen wir gucken, dass wir einen guten Start hinbekommen und dann versuchen, irgendwie zu überholen, nach vorne zu kommen. Wird schwierig. Wird schwierig. Ja, Monza hat ein paar tückische Kurven. Die erste Schikane ist schon krass. Die nicht richtig triffst, hast du schon mal richtig viel verloren, ne? Ich weiß, dass dieser Grand Prix ein Heimrennen für dich ist. Aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Ja, ich hoffe, die Reifen halten. Weil das hier ist klar, das ist die richtige Strategie. Wir starten mittendrin. Ich sollte sie eigentlich ändern. Und zwar so rum. Und die etwas länger rausziehen. Das ist zwar etwas langsamer, aber das sind nur 47.000. Aber ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich probier's. Ich hoffe, ich komme gut weg. Was sagt denn der Sprit? Achso, Ich kann ja keinen Sprit einstellen. Okay. Ah doch, ja. So, wir haben 19 Runden, 20.4. Lassen wir mal. Ich fange da nicht an, mit dem Sprit rumzueiern. Auf geht's ins Rennen. Fertig ab. Super Start. Ja. Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Ja, wen denn? Ach komm, ich kann dir jetzt nicht die ganze Meute vorbeilassen hier. Na super. Nein, ich werde nicht wiederholen. Okay, keine Sorge, das passiert auch den Besten. Ich werde wiederholen, weil das hier war jetzt also mit Sicherheit nicht meine Schuld. Oder ich bin nach rechts gezogen.
Start war gut, aber dann habe ich natürlich erste Kurve zu spät gebremst. Und ich habe auf dem Gras gebremst, ja. Was ist denn hier los? Wieso bin ich so langsam? Bisschen früh vom Gas gegangen, ne? Neunzehnter. Jetzt sag mal, was ist denn das hier? Wieso bin ich so langsam? Und hier bremse ich so spät. Da bin ich als letzter. Nee, noch nicht ganz. Katastrophe. Kann mir einer sagen, warum ich so langsam bin? Ein Sergeant hat mehr Topspeed als ich. Letzter. Das sind Zickzackfahren hier, ne? Ah, nein. Nur so aus. Mein ganzes ERS verballern, weil ich so eine schlechte Topspeed habe. Warum?
Der hat DRS, das ist das Schlimme, ne? Nein, nein, so nicht. Frechheit siegt, ne? Okay. Kleine Dive-Bombe. Sorry, aber... Kleiner Fahrfehler. Ja, das meine ich erst alle. Jetzt wird's kritisch. Der hat DRS und ich nicht. Yes, ne. Oh, Teamkollege. Tatsache. Oh, das war... Und Maxussen, was macht er denn da? Dreht eine Pirouette. Ich muss sagen, bis jetzt. Thank you.
läuft gut. Reifen, das scheint zu funktionieren. Ja, die Falten schön da vorne, das ist nett. Bisschen ERS sammeln. Ja, Kollege ist in der Box, jawohl. Ich denke, dass die Gelben jetzt besser sind als die Roten. Die kommen jetzt mit frischen Gelben raus. Da muss ich auch gucken, dass ich reagiere. Oh nein. Oh nee, komm, das mache ich jetzt nicht. Boah, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so rutsche. Ich erlaube mir noch eine Rückblende. Naja, die Reifen sind natürlich nicht mehr so. Aber ich muss die noch ziehen, es geht gar nicht anders. Die Roten halten ja auch nicht länger. Weil die jetzt alle an die Box müssten normalerweise. Das gibt's ja nicht, ne? Ja. Ja, nichts zu sagen. Muss jetzt an die Box. Boxenstopp. Ist angekommen. Bestätige. Ja, das war wegen dem Boxenstopp. Ich habe jetzt gepennt. Ich kann nicht beides, ne? Es funktioniert einfach nicht. Sorry. Muss ich ihn jetzt nochmal anwählen? Ja, ne? Boxenstopp. Ja, die Reifen sind jetzt durch. Kommen wir die abhauen da vorne. Ja, noch ein bisschen früh, aber ist okay. Die machen mir jetzt hoffentlich die Roten drauf. Ne? Ja. Los, los, los. Natürlich. Perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Gib jetzt Gas. Die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Ui, Entschuldigung. Bottas.
Ja, muss aufpassen, die Reifen sind noch kalt. Schon ist Bottas vorbei. Hau ab. Dampf. Dampf in der Hand, in der Hand. Na, ich muss jetzt RS einsetzen, weil der hat RS. Ah, jetzt habe ich Gasly wieder vor mir. Ich wollte gerade sagen, Gasly auf hart. Komm, du hast kalte Harte, du musst jetzt hier Abflug machen. Wahnsinn, wieder hier raus beschleunigt, ne? Okay, ich war auch jetzt ungünstig schlecht. Kennt ihr es? Ja, in die Punkte wird schwierig, ne? Bottas, okay. Ah, meine Hand. Das war gut. Und kriege ich jetzt DRS von den Herren da vorn? Nein, aber er hat, ne? Oh oh. Ja, ja. War jetzt doch ein bisschen viel. Oh, ich muss Gasly aus dem DRS rausbekommen. Extrem spät gebremst, ne? Aber wir sind der ist jetzt von Albon. Durch Albon. Ich muss noch ein bisschen ERS sparen jetzt. Was hat der für ein Power da hinter mir? Der Alpine ist schnell wie die Sau, ne?
Frechheit siegt, aber ich weiß nicht, wie lange ich das halten kann. Mein ERS ist jetzt komplett alle. Und wir wissen, wie gut die hier raus beschleunigen. Und ich halt nicht, ne? Obwohl. Fighten die da hinten? Okay. Punkte wären super. Also ein Punkt wäre klasse. Na, ich muss ran. Schnellste Runde, glaube ich nicht. Wow. War echt nicht optimal, die S hier. Zu weit weg, ne? Komm. Bremst ja so früh ab. Ja. Das war nicht gut. Komm, ich probier's noch einmal. Entschuldigung. Tut mir leid. Aber. Oh, jetzt geht's aber los. Wenn ich einmal anfange, ne, dann ist vorbei. Es wird die Zeit kommen, da werde ich keine Rückblenden mehr brauchen. Aber im Moment. Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,6 Sekunden. Oh, das ist viel. Aber den einen Punkt hier retten, das wäre doch genial. Oh nee. Zu viel Geschwindigkeitsüberschuss. Ich habe kein ERS mehr. Ich hab der ist. Aber kein ERS mehr. Eieiei.
Hab ich aus dem DRS raus. Oh ja, das sieht gut aus. Letzte Runde, gib Gas! Boah, 2 Sekunden, was haben wir jetzt gemacht? Erste Kurve so gut geholt. Leclerc gewinnt hervorragend. Applaus. Ja. Ein Punkt. Boah, war ein gutes Rennen. Also, das hat Spaß gemacht. Bis auf die Rückblenden. Okay, blenden wir mal aus. Aber Überholmanöver waren gut. Manchmal ein bisschen rass, aber. Ah, und ich bin Fahrer des Tages. Was will ich denn mehr? Fahrt optimal genutzt und kein Wagen in den Windschatten gelassen. Was für ein Sieg hier in Monza. Okay, der eine Punkt war gut, weil wir haben Ocon hinter uns gelassen. Die machen keinen Punkt und ich glaube, Alonso macht auch keinen, oder? Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Doch, Alonso. Das Ergebnis, das dafür Alonso macht 4 Punkte. Das macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seine Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut die Führung weiter aus. Also Stefan, damit endet ein weiteres und es kommen jetzt noch Wochenende. Vielen Dank, schwierige Rennen. Die dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gut, Alpine, wenn die uns einholen wollen, dann müssen sie Gas geben. Aber Aston Martin ist weg. Okay. Weiter. Das gucken wir mal. Aber meine Top Speed war nicht gut. Obwohl ich die Aerodynamik nochmal zurückgeschraubt hatte. Ne? So, es gibt Geld. Das ist schon mal sehr viel wert. Geld ist immer gut. Wir machen jetzt noch eben die Punkte. Wir hatten im letzten Rennen wohl ein paar Probleme mit dem Motor. Damit so etwas in Zukunft nicht mehr so oft vorkommt, sollten wir mehr in unser Chassis investieren und es vermeiden, abgenutzte Komponenten zu verwenden. Ich hatte doch neue Komponenten reingemacht. 14%, 18, 5, 20, 7. Getriebe, ja, okay, aber der Motor war doch okay. Was redet der denn da? Boah, wir sind immer noch ganz hinten. Warum? 4 Millionen. Und 3000 Punkte. Jetzt geht's los. So, hier haben wir. Aerodynamik. Da werden wir jetzt mal was tun. Die Frage ist nur, was tun wir? Fehlschlagrate würde ich schon mal ganz gerne machen.
das viel Geld? Chassis. Das wird immer schlimmer mit dem Geld, ne? Keine Gnade. So, es haben 924.000. Brauchen wir hier gar nicht mehr gucken. Das nützt nichts. Ich muss das jetzt so machen. Aerodynamik, wo wir das schon recht gut entwickelt haben. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Wir haben 3.400 Punkte. Luftströme, Abdruck. Und einen negativen Luftwiderstand zu haben, das ist doch schon mal gut. Das machen wir auch. Ach nee, machen wir nicht. Stopp. Ach, wir haben ja alles voll. Neunter, 18, 18. Und wir haben jetzt den 4. Gut, vom nächsten Rennen wird schon noch einiges fertig. Hoffe ich zumindest. Sponsoren erneuern. Oh. Neue Sponsoren. 7,9 Millionen. Gibt es als... Okay. Läuft, ne? So, was hatten wir denn hier? War doch ganz gut, was wir hier hatten. Warte mal. Gucken wir mal die Zahlen hier an. Was gibt es denn? Wöchentliches Einkommen. Fangen wir mal mit den dicksten an hier. 192 und 402 Zielbonus. Qualifying-Ergebnis mindestens P4. Machen wir. Bei Qualify sind wir eigentlich gut, ne? Und der bringt auch richtig Kohle rein. Was hat der Lupo? Rennen mindestens unter den besten 4. Mit der muss ich nochmal. Euterpe war. Ohne Ausfälle im Team. Okay. 10 Konstruktionen so an einem Rennwochenende. Auch nicht ohne. Besten 10 ginge eigentlich. Aber wir fangen mal ganz oben nochmal an. Also, was haben wir hier? 5 Konstruktionen an einem Rennwochenende. Ist nicht unmöglich. Qualify P10. Schnellste Runde in einer beliebigen Session. Auch nicht übel. Schnellste Runden haben wir schon mal geschafft. Schließe als Team 10 Runden, wenn... Ja, das bringt auch nicht viel Geld, ganz klar. Schlag deinen Rivalen wäre auch eine Idee. Drei Konstrukteurpunkte. Ist eigentlich nicht unmöglich, ne? Schnellste Runde. Besten 4 ist dann schon schwierig. Qualify-Ergebnis. Den haben wir schon. Ja. Opa ist verwirrt. Ohne eine einzige Kurve zu einem Rennen. Oh, das ist... nee. 30 Runden während eines Rennwochenendes. Fahrer des Tages habe ich auch schon öfter geschafft. Das ist auf jeden Fall logisch einfach. Ne? Erreiche die Führungsposition und verteidige sie 2 Runden lang. Das ist noch nichts für mich. Ist zwar schönes Geld. So, gehen wir nochmal die Dicken hier. Mindestens besten 4. Schnellste Runde in einem Rennen.
3 Punkte sollten drin sein. Komm, das machen wir. Das hier kriegen wir auch bald. Okay, gut, das haben wir. Fahrzeug. Ich gehe jetzt hier wieder zurück. Hier ist Training auf die alten Komponenten. Ja. Ach, den haben wir. Die stehen Motor jetzt drin. Nee. Nee, wir hatten den Dreier. Wir hatten den Motor drin. Das war schon richtig. 45, 49. Den fahren wir dann nochmal im Training. 7%, 58, 63. Ja, den fahren wir auch nochmal. Im Training 62, aber das ist alles ziemlich im Eimer hier. Komm, fürs Training wird das Getriebe noch einmal reichen. Wir sind ja schon mal zurückgestuft worden. Wir hatten Getriebe gekauft, genau. Das wird uns dann irgendwann noch mal passieren. So, das ist am Laufen. Hier können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir noch zu den Aktivitäten. Oh ja, ganz wichtig. Triebwerk Teamaufbau, natürlich. Ja, tun wir was für die, für unseren Teamkollegen, ne? $25.250 fürs Team. Machen wir dann das auch noch oder sollen wir lieber die beiden hier machen? Ja, komm. So, Nachrichten. Was willst du Mutter was sagen? In letzter Saison wurde durch ein Problem mit dem Chassis verursacht. Deswegen hatten wir keinen Topspeed. Der Motor war nicht in Ordnung. Die haben 3400 Punkte und können nichts machen. Ich muss das dann beim nächsten Mal gucken, dass ich 2 Plätze frei bekomme. Das war... Deswegen hatten wir so einen schlechten Topspeed. Weil der Motor im Eimer war. Also, teilweise. Bitte geht durch. Oh, alles durchgegangen. Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Das freut mich. Im nächsten Rennwochenende werden sie... Ah, oh, boah. Ich glaube Paris. Paris ist im Moment nicht so gut. Russell und Sainz kriege ich nicht. Paris ist eigentlich auch zu stark. Das war keine leichte Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Aber Paris ist im Moment nicht so gut. Dann könnte man eventuell... Nee, können wir nicht. Laufende Kosten. So, Sponsorenevent. Qualitätskontrolle. Super. Nee, nicht gut. Das ist Singapur. Nicht gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Opa. Die letzte Runde lag bei 1:23,1.